Hallihallo, Hallöchen. XCOM Enemy Within geht weiter hier mit mir, Kaizi. Servus. Und in der letzten Episode hatten wir den Spion, den wir abholen müssen. Fucken wir gar nicht lang. Starten wir den Einsatz. So, was haben wir hier? Wir haben hier einen Major. Wir gehen davon aus, dass Sie diese mal kurz gucken, der ist doch theoretisch. Da. Fast Colonel, genau. Sehr gut. Winger haben wir hier. Winger müssten wir eigentlich nicht mitnehmen als Colonel. Aber... Nö, brauchen wir eigentlich nicht. Da könnten wir auch jemand anders einpacken. Entfernen wir Winger mal. Ich würde gerne jemanden mitnehmen. Mal gucken. Hier. Tarik. So, dann muss ich mal kurz reinschauen. Bewaffnung. Das ist alles tutti, aber hier, komm, zieh mal die Rüstung an. Sieht einfach ein bisschen schicker aus. Okay, unser Trupp ist fertig. Reicht. Weil wäre ja schade, wenn wir jetzt hier bei Winger sozusagen die Erfahrung in den Wind schießen. So, das ist das große Raumschiff. Fliegen wir mal dran vorbei. Zack. Transporter ist eingetroffen. Eine weitere Zelle von Exalt operiert vom argentinischen Territorium aus. Strike One muss das Gebiet sichern und dafür sorgen, dass unser Agent die nötigen Daten beschaffen kann. Okay, komm, lass mich den Einsatz starten. Exalt-Kämpfe kennen wir jetzt ja schon. Entweder sie sind knüppelhart oder sie sind total leicht. Also, unterschätzen darf man die nicht. So, was haben wir hier? Was haben wir hier für... Einer unserer Agenten war gerade dabei, sich in mehrere Exalt-Funkrelais-Stationen zu hacken, als feindliche Kräfte in das Gebiet eingedrungen sind. Wenn wir an die Daten gelangen wollen, muss Strike One ihn schützen, während er sich in die restlichen Relais-Stationen hackt. Wenn wir unseren Agenten verlieren, sind auch die Daten verloren. Neues Ziel erhalten. Okay, ich sehe übrigens gerade kein Mech dabei, aber das ist nicht schlimm. Gut, gut, gut. Checken wir mal vorsichtig hier erstmal den Waschraum ab, der scheint clear zu sein. Stellen wir uns mal ruhig bis in die Tür. Okay, der Verkaufsbereich hier oder ja, der Barbereich. Ne, Restaurant eher, ne? Restaurant, nicht Bar. Ist auch clear. Wie weit geht das nach hier? Da ist die Map zu Ende. Gut. Dann noch ein daneben, unseren Marco. Durant. Machen wir erstmal nichts mit. Gut, dann Olivia. Weißt du was? Olivia kann eigentlich aufs Dach. Verstanden, los geht's. Die kann dann ein bisschen den Tod niederregnen lassen. So, zack. Ich hoffe ja, dass wir endlich mal auch was finden hier, was Gescheites. Du bleibst dort und gehst in Feldposten. Damit meine ich vor allem, dass wir den Exalt-Stützpunkt auch mal rausfinden. Das ist die Frage, will ich noch einen Scharfschütz auf dem Dach haben? Komm. Das schadet nicht. Wer weiß, von wo die hier kommen. Du bleibst da und Dale geht hier schon rein. Verstanden. Unterwegs. Genau, schön einmal durch die Scheibe. Gut, du gehst hier in Feldposten. Und da werden wir schon erspäht. So, was macht ihr? Ihr macht scheinbar nichts. Ist die Frage, wohin? Aber ich werde mich mal hier hinstellen. Ha, da sind sie. Die Bösewichte. Die Exalt-Spinner. So, okay. Einmal an die Tür. Dann an die Tür. Naja, jetzt machen wir hier Nägel mit Köpfen. Du kannst mir einen Sturm und einen Schuss geben.
Und zwar hier oben hin. Verstanden. Los geht's. Da hat sie noch so ein bisschen extra Schutz, wobei. Das hat Dale da auch. Oh Gott. Nochmal drei. Ah. Das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so. 100%. Der hatte noch ein Leben. Komm, dann versuchen wir es lieber bei dem. Den könnten wir komplett wegsmacken. Ha! Na also. Sehr schön. Gut, da kommen wir nicht hin. Dann stellen wir sie vor die Tür. Ich geb Gas. Okay. Mit deinem kleinen Lasergewehr hier kannst du dich ans Auto stellen. Du kannst sozusagen flankieren. Tja, ob jetzt sich hier noch welche drin befinden, das ist die Frage. Also wir müssen diese Relay-Station hacken auch. Das heißt, ich werde mich hier hinstellen. Jawohl, Kommandeur. Jawohl, Kommandeur. Oh nein. Jetzt flankiert der uns. Ach, und hat daneben geschossen, du Holzkopf. Oh man. Der ist im Feldposten. Gut, das dürfen wir nicht vergessen, der Scharfschütze Feldposten. So, auch daneben. Sehr gut. So, was machst du? Du stellst dich auch in das Auto. Nee, okay. Ah, auch Feldposten. Zwei Feldposten. Okay, wir fangen mit Dale. Bist du. Nee, Quack. Du warst gar nicht Dale, du warst Marco. Ah. Na gut, dann schießen wir doch auf den. So, 100%, nicht ganz. Ich hab gar nicht geguckt, wie viel Prozent waren es? Waren es 100? Auf alle Fälle ist er down. Gut. Ha, das reicht. Wieso darfst du schießen? Ich habe mich gar nicht bewegt. Jetzt aber. Er geht aber daneben. Geht auch nicht daneben. Sah nur so aus. Mieser Trip. Was? Frech? Frech? Okay, wir haben da noch einen Feldposten. Das heißt, ich werde hier hinsprinten. So, genau, die blitzschnellen Reflexe schützen uns. Oh, voller Elektroblitzel hier. Aber damit nicht, mein Bester, damit nicht. Und Feuer. Sehr gut. So, jetzt könnte Durant nochmal schießen. Yes, sir. Ja, mal gucken. Okay. Sledge da war aber nochmal. Sledgehammer. Begebe mich auf Position. So, Sledgy. Du kannst dahin schießen. Na, dann mach das mal. Oh, Sledgy hat getroffen. Wäre übrigens jetzt der Tod gewesen, hätte der miese Trip funktioniert. Mal so am Rande und so. Okay. Was machen wir mit dir? Und theoretisch... da bist du flankiert, ne? Aber wir könnten uns... genau da vorstellen. Hervorragend. Und jetzt gibt's einmal eine gehörige Portion in den Kopf. Bam! Leg dich nicht mit der XCOM-Einheit ein, mein Bester. Gibst du mich sofort auf den Sack. Okay, er hat sich geheilt. Können wir mitleben. Und was macht der Scharfschütze? Der schießt auf unseren Scharfschützen und hat schon wieder daneben geschossen. Also wer auch immer die ausgebildet hat, ist ein Würstchen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Weißt du, wir haben hier das super Spezialkommando. Und die
pimmeln hier mit ihren kleinen Friedrichen rum. Wenn ich hier mich dichter stelle, bin unterwegs. Habe ich da eine höhere Misa-Trip schon? Ach, sogar eine geringere. Natürlich. Oh Gott. Okay. Durant. Nummer 1. Schätze, das bin ich Ihnen schuldig. Unser Mann kann mit dem Hacken. Das ist eine Frau. Wir müssen nur die Relaisstation aktivieren, unser Mann, das ist unsere Frau. Unser Agent hat die Exalt-Daten teilweise entschlüsselt und ihre Kommunikation vorübergehend gestört. Das sollte sie bremsen. Jetzt müssen wir hier in die Tonne. Restlichen Relaisstationen finden und hacken. Feldposten. Du bleibst da, Feldposten. Du bleibst nicht da. Mit dir laufe ich mal zu der Tonne. Nee, zu den Kisten. So. Marco, bleib da nicht stehen. Das Auto geht nämlich gleich hoch. Marco stellt sich ja in die Tonne. Ich mach mich los. Gut. Das war's, okay. Commander, neue Feindverbände im Anmarsch auf Strike One's Position. Die kommen alle, ehrlich gesagt, aus einer sehr guten Richtung. So, dann gibt es jetzt nämlich erstmal eine Portion Scharfschütze. Das Gewehr sieht aber auch was mächtig aus. Bam. Und das Auto brennt auch gleich noch. So, ich will den zweiten Scharfschützen. 99%. Du hast das falsche Gewehr, sehe ich gerade, Marco. Marco ist hier nicht mit dem besten Zeug ausgerüstet. So, wo stellen wir dich denn hin? Rücke aus. Wir stellen dich hier hin, dann kannst du flankieren. Machst mit einem miesen Trip die Geschichte 41, na los. So, Durant, ran. Okay, ich sehe mich um. Das war die letzte Relaisstation, Commander. Wir haben die Exalt-Daten. Jetzt müssen wir nur noch den Agenten zur Evakuierungszone schaffen. Das kann ich. Wir haben ein neues Ziel. Oui. Okay, da wir jetzt hier abdampfen müssen, gehen wir hier durch. Bin schon da! So, damit wir die vordere Front im Blick haben. Bin schon da! Okay, das sollte theoretisch reichen. Ich möchte hier hinten jemanden behalten. Scharfschütze bleibt auch da. Ja, das möchte ich so belassen. Feldposten. Weitere Feinde im Anmarsch, Commander. So, da kommen sie. Die Louise. 2 3 4 Aber da gibt's einen Reflexschuss von Dunham. Der daneben geht. Viel steht noch. Okay. Was ein Würstchen. So. Da das Auto gerade explodiert ist, stellen wir uns mal hier hin. Sagen dem erstmal gute Nacht. So, dann stellen wir uns hier hin. Ach, falsch. Dahin. 100%, 8 Schaden. Gute Nacht. Oh, sogar kritisch, 12. Okay, Marco. 60% Chance, komm. Smack ihn weg mit deinem schlechten Gewehr. Ah, schade. Kamera ein bisschen drehen. Na, hier haben wir null Chance. Das ist null Schutz. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. So. 2 Schaden. Oh Gott. Ja, wird Zeit, dass wir die Plasmapistole kriegen. Also ganz ehrlich. Tariq. Was macht Tariq? Tariq, mach deinen miesen Trieb. Tariq.
Ja, daneben. Sledgehammer. Du könntest zweimal schießen. So, Sledgehammer muss auch unbedingt ein schönes Gewehr kriegen. So richtig mit Bums. Was Plasmamäßiges. Oh, was tut er? Was tut er? Hat dem Scharfschützen die Decken weggeschossen. Dafür gibt es jetzt vom Scharfschützen einen in den Kopf. Sag mal. Zart! Oh, der hat gar nicht die 10 Schaden gemacht, die er machen sollte. Ist natürlich keine gute Idee, hier die Aufmerksamkeit des Scharfschützens auf sich zu lenken. Gibt's doch gar nicht. Gibt's echt nicht. Aber er ist Sledge. Sledge macht das Ganze. Wurde sogar befördert. Sledge hat hier die Ruhe weg. Okay, wo laufen wir mit dir hin? Dort. Auf dem Weg. Dann kannst du nächste Runde in den Zielbereich fetzen. Sledge bleibt da, geht in Feldposten. Wir haben hier hinten noch Durant. Dunham, nicht Durant. Durant ist ja unser Spion. Hab's gehört. So, aufrücken. Tariq rückt auch auf, hier an den Blumentopf. Oder an den Blumenkübel. Pflanzschale, Bepflanzungsschale, whatever. So, Marco noch ein Stück vor. Gut. Na, kommen Sie nochmal. Trauen Sie sich. Zwei. Da gibt es einen Reflexschuss. Daneben. Das gibt's doch gar nicht. Ach, das waren echt nur zwei? Okay. 10 Schaden. Smack ihn weg. Hohohoho. 16 Schaden. In Bewegung. Okay, Oh, daneben. Ziel verfehlt. Das ist jetzt ja natürlich frech. Position bestätigt. Na, es reicht nicht ganz. Dann gehst du hier in Feldposten. Dunham. An den nächsten Pflanzkübel. So, 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 wir müssen mal schauen hier. Jetzt. Tariq. Hat hier keinerlei Deckung. Keinerlei Deckungsmöglichkeiten. Finde ich nicht so schön. Dann hier hin. Aber Marco löst jetzt die Situation. Reicht zwar nicht für einen Kill, aber... Hätte vermutlich mit dem besseren Gewehr gereicht. Verstanden, bin weg. Unser Mann hat den Evakuierungspunkt mit den Daten erreicht, Commander. Ja. Strike One kann bleiben und die verbliebenen Exalt-Kräfte ausschalten oder sich zur Evakuierungszone begeben und sich sofort ausfliegen lassen. Ziele wurden aktualisiert. Na, da will ich mich jetzt erstmal mit dem Medipack verärzten. So. Den einen hauen wir jetzt noch weg. Ne, den flankieren wir. Können wir leider nicht flankieren, schade. Aber wir können uns besser positionieren. Oh Gott, da möchte ich aber auch nicht stehen als eigener Mann. Feind lebt noch. Verstanden, Commander. So, schießt drauf. Auch daneben. Komm, gib mir mal einen Scharfschützen. Marco, los. Ja. Commander, unser Mann ist in Sicherheit und wir haben die neuen Daten aus den Relaisstationen. Gut gemacht. Ha. Marco hat den Tag gerettet. Naja, mein, der hatte keine Chance. Irgendjemand ist gerade in den aktiven Dienst zurückgekehrt. Ich hab's gar nicht so schnell gesehen.
haben nichts dem Zufall überlassen und wurden belohnt. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Reduziert allen erlittenen normalen Schaden um 2, wenn die eine in Deckung ist und nicht von der Flanke angegriffen wird. Sehr, sehr, sehr gut. Datenentschlüsselung abgeschlossen. Mögliche Exort-Standorte werden neu berechnet. So. Okay. 1, 2, 3. Waren wir nicht gerade in Argentinien? Ich war der Meinung, wir waren gerade in Argentinien. Und wir haben nicht die Meldung, dass der Exol-Stützpunkt nicht dort ist. Gut, in 2 Tagen sind die Satelliten fertig. Das schaffen wir noch in dieser Folge. Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Sehr, sehr schön. Kommt, die Pistole nehmen wir auch noch mit. Nein. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Ingenieure. Ingenieure. Braucht man nicht noch Ingenieure für irgendwas? Das ist auf jeden Fall cool. Das nehmen wir auf jeden Fall auch. Argentinien mit der Panik, das passt. Aber vorher starten wir die Satelliten noch. Wir können mal schauen. Okay. Satellit starten. Satellit gestartet. Satellit starten. Satellit gestartet. Satellit starten. Satellit gestartet. Und da gibt's den Bonus. Luft und Weltraum. Satellit gestartet. Okay. Und dann könnten wir noch einen in Südafrika starten. Es wird spannend da draußen. Wir verfolgen mehrere nicht identifizierte Ziele. Den letzten möchte ich jetzt noch nicht starten. Den letzten möchte ich nach der Mission starten, um zu gucken, wo die Panik vielleicht sogar noch steigen könnte. Ob sich das irgendwie... Ne, und so. Gut, dann machen wir hier ein Folgenpäuschen und in der nächsten Folge dann der Angriff bei der Entführung durch Aliens. Also, Dankeschön, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge. Ciao!